Pfarrer Erich Baldorf, das Haus Kaplan Bonetti feiert jetzt bald 60 Jahre Jubiläum. Was hat sich in diesen 60 Jahren verändert? Ja, das Haus wurde ursprünglich gegründet als Haus der jungen Arbeiter und war gedacht für junge Menschen aus der Steiermark, Kärnten, die hierher kamen, um vor allem damals in der Textilindustrie zu arbeiten. Später wurde es dann ein Haus für Gastarbeiter aus Ex-Jugoslawien und der Türkei. Und jetzt ist es ein Haus vor allem für Menschen, die in Lebenskrisen geraten sind, die hier eine Zeit lang Aufnahme finden und dann wieder ins normale Leben, ins normale Wohnen zurückkehren können. Sie haben auch eine sehr große Beratungsstelle. Wie sieht die genau aus? Ja, wir haben eine Beratungsstelle für, man nennt sie auch ambulante Wohnungslosenhilfe. Da geht es vor allem darum, Menschen, die in Mietsituationen sind, dass sie und dort in Krisen kommen, dass sie vor der Delogierung bewahrt werden. Und es werden Menschen beraten, damit sie in dieser Zeit, wenn sie Probleme mit der Finanzierung haben, da bestmöglich unterstützt werden. Und wir schauen auch Menschen, die hinausgehen aus dem Haus, dass sie weiter begleitet werden, unterstützt werden. Wie hoch ist derzeit der Bedarf an dieser Beratungsstelle? Ja, es werden an die 1400 Haushalte, wurden im vergangenen Jahr begleitet, beziehungsweise kam unsere Hilfe zugute. Das ist eine Zunahme um 17%. Es hat da mehrere Gründe. Einmal, es spricht sich herum, dass die Beratung eine gute ist. Und dann, dass immer mehr Menschen wirklich auch in prekäre Situationen kommen. Probleme haben mit der Miete. Wir befürchten, dass es auch spürbar wird, wenn die Mindestsicherung jetzt gesenkt wird, beziehungsweise die Mietzuschüsse gesenkt werden, dass das Menschen in Bedrängnis bringt. Was für eine große Rolle spielt das Ehrenamt in dieser Organisation? Wir sind angewiesen auf das Ehrenamt. Erstens einmal unterstützen Menschen uns finanziell. Dann jeder Mensch, der am Haus vorbeigeht und einen guten Gedanken hat, tut uns gut. Und wir wollen es noch ausbauen. Beziehungen sind für Menschen ganz wichtig. Und wir wollen versuchen, dass einfach einzelne Menschen hier Bewohner, Bewohnerinnen begleiten, vor allem auch dann, wenn sie hinauskommen. Wenn da ein Mensch eine Stunde, zwei Stunden im Monat sich Zeit nimmt, wäre das ganz toll und würde einer Seele ein Dach über dem Kopf geben. Und wie schauen die Zukunftspläne für das Kaplan Bonetti aus? Ja, Zukunftspläne für dieses Haus sind einfach Menschen, die in Not geraten, dass wir sie bestmöglich unterstützen. Auch für sie in der Öffentlichkeit auftreten, uns zu Wort melden. Es kann uns nicht egal sein, wenn Menschen knapp gehalten werden, praktisch sozial in eine ungute, ungesunde, krankmachende Abhängigkeit kommen.